Salut zusammen und herzlich willkommen bei SW Content. Schön, bist du wieder mit dabei. Ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal das schöne Studio-Mikrofon mit bei dieser wunderbaren Outdoor Survival Protection Location. Das passt doch gut. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier eigentlich in unserem Dojo 2.0, in unserer neuen Academy. Das hat nichts damit zu tun, dass die alte Academy unsere Heimat unsere Bärenhöhle in Ostermundigen aufgelöst wird oder verkleinert wird. Im Gegenteil, das läuft alles so weiter wie bis anhin. Aber es war schon immer mein Traum, auch eine Autolocation zu haben, um halt den Rest ordentlich seriös wie auch hart trainieren zu können welche noch gefällt hat und ihr habt mitbekommen in der ganzen struktur oder in den veränderungen der letzten monate und der letzten jahre dass da noch so der letzte zacken noch gefällt hat und es ist wirklich schwierig ich war schon lange auf der suche nach einem stück wald nach industriegebiet einem gebäude einer halle welche man kaufen oder mieten kann, nicht zu teuer ist, weil wir brauchen keine Heizung, wir brauchen kein Wasser, wir brauchen einfach eine Lokalität, um uns auszutoben. Natürlich wie gewohnt bei SW mit äh, viel Struktur, mit einem Plan, wir machen keine komischen Sachen, es soll natürlich alles Sinn und Zweck haben. Und da, wo ich jetzt stehe hier mit diesem wunderbaren Quad, ähm, ja, das ist ein kleiner Teil, tatsächlich ein kleiner Teil von unserer neuen Outdoor-Location. Und ich werde euch immer wie mehr zeigen in kommenden YouTube-Videos, was ihr erwarten dürft ab Start Januar 2024. Da werden wir ähm, vor allem die Kurse, die komplett neu strukturiert werden, als das, was ihr kennt von mir im Bereich Self-Defense, äh, Protection, Survival, Tactical Shooting, all die, die Kursstruktur, welche neben den regelmäßigen Trainings in Ostermundigen stattfinden, also meistens am Samstag und Sonntag auf Anmeldung, diese Kurse werden komplett neu strukturiert. Da bin ich auch schon seit Monaten dran. Das ganze Handout wird neu geschrieben. Ich habe aktuell schon 45 A4 Seiten, weil ich wollte schon immer meine Überzeugung SW aus. Person. All das, was ihr vielleicht oder hoffentlich bewundert und vielleicht auch ein bisschen verachtet, das ist eure Entscheidung. Aber mein Leben für all jene, die mit mir zusammenarbeiten und seit Jahren Kurse besuchen und für all die neuen Leute, die noch zu uns stoßen werden, ich habe schon immer gewollt, dass ich meine Überzeugung, meine Lebensphilosophie zusammenfassen kann in einem Buch, in einem Handout, sehr umfangreich, sehr detailliert und trotzdem greifbar für all euch, für alle Interessierten, egal ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, spielt gar keine Rolle. Und das auch zusammenzufassen in eine strukturierte Kursstruktur mit verschiedenen Modulen. 2024 wird sich sehr viel ändern, ähm, und zwar in jenem Bereich außerhalb der regulären Trainings von Montag bis Freitag, welche am Abend in Ostermundigen stattfinden. Und hier... Ihr seht es auf der Kamera, da befinden wir uns jetzt auf einem kleinen Teil des neuen Ausbildungsgeländes 2024. Ähm, Privatgrundstück, das heißt wir können hier in enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer uns hier verwirklichen. Wir können uns hier austoben. Natürlich werden nur Sachen gemacht, die auch Sinn ergeben. Immer in enger Zusammenarbeit mit dieser wunderschönen Natur. Und ich will euch ja schon ein bisschen neugierig machen. Und in den kommenden Videos äh, werde ich euch verschiedene Locations zeigen. Es ist größer geworden als erhofft. Es ist, ihr kennt mich halt. Auch professioneller geworden als es ist. Aber es soll am Schluss eine Outdoor-Location sein. Wir wollen äh, keine permanent 20 Grad, wir wollen nicht an jeder Ecke eine Toilette, wir wollen nicht unbedingt überall Hygienemaßnahmen und so. Wir sind im Wald und das ist das, was wir wollen. Bleibt gespannt. Ich würde mich freuen auf Kommentare. Was erwartet ihr von Protect Yourself, Become a Warrior 2024? Take care und bis bald. Ciao zusammen.